Moin, da hoben mir Lütten Zwergkanälen und nun mal Butter bei die Fische. Wolltet ihr schon immer mal jemanden eine brennende Papiertüte, in der sich gefühlt 8 Kilo Hundescheiße befindet, vor die Haustür legen, nur um zu beobachten, wie eben dieser jemand versucht, der Feuersbronst Herr zu werden, voller Elan die lodernden Flammen austritt und sich am Ende über die Kacke am Fuß ärgert? Der britische Entwickler Software Creations, der später von Acclaim aufgekauft und in Acclaim Studios Manchester umbenannt wurde, hat genau das getan. Ordentlich Scheiße in ein N64-Modul gepresst und sich diabolisch gefreut, dass jemand dafür noch Geld bezahlt und sich diese Ladung Code in die heimische N64-Konsole gestopft hat. Und dreimal dürft ihr raten, welcher Publisher dieser Schandtat einer Programmierung in die Regale brachte. Titus, wer auch sonst. Tja, ich denke, die Monetarisierung ist mit diesem Intro auch im Arsch. Denn im heutigen Moppelventskalender befindet sich Carmageddon 64. Ein Spiel, welches sich mit Superman 64 darum prügelt, auf die Spitze der schlechtesten Spiele für das N64 zu kommen. Naja, kommen wir erst einmal zur Story, wenn man diesen wilden Fiebertraum überhaupt als Story bezeichnen kann. Im Jahre 2026 verursachte eine gesteigerte Sonnenaktivität die Vergiftung der Erdatmosphäre. Die armen Seelen, die sich nun zu lange dieser Sonnenstrahlung und der vergifteten Atmosphäre aussetzten, mutierten zu seelenlosen Zombies. Die Menschen retteten sich in abgeriegelte Reservate, in welchen sie sich aber bald eingesperrt fühlten und Zerstreuung in Autorennen suchten. Als dabei dann aber zufällig ein paar Zombies über den Haufen gefahren wurden, wurden die halt ab sofort absichtlich über den Haufen gefahren. Somit war dann selbst die englische Version von Carmageddon 64 angepasst, denn im eigentlichen ersten Hauptteil für den PC waren noch Menschen auf den Straßen unterwegs. Aber dann gab es da ja noch die deutsche Version und die, Kinders, ist anders wild. Denn statt zu Zombies wurden die Menschen zu Littlefoot, zu Dinos, zu knuddeligen, süßen Dinos. Und die soll ich überfahren? Ich möchte meinen, dieses Spiel ist eines der wenigen Beispiele dafür, dass eine deutsche, zensierte Version verstörender ist als das Original. Naja, kommen wir dann erstmal zur, Grafik. Eigentlich möchte ich diesen Pixelbrei gar nicht als sowas bezeichnen, aber seht euch den Cheat-Chrome doch mal selber an. Von der Grafik kommen wir dann zum Sound und eigentlich, wisst ihr was, hört euch den Cheat-Chromes einfach selber an. Kommen wir vom Sound zur Steuerung und hier muss man den Entwicklern wirklich mal etwas zugute halten, denn sie waren sehr konsequent, denn jede Karre steuert sich gleich beschissen. Dieses Spiel sollte man sich wirklich nur zulegen, wenn man seine Sammlung komplettieren will, man komplett von allen guten Geistern verlassen ist oder man wirklich gar keine Freunde oder Freude mehr im Leben hat. Mehr möchte ich zu diesem Spiel einfach nicht sagen. Dieses Spiel macht einfach nur betroffen.